Hey Michi. Hey Nico. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Supergen TV und wieder bei einem Thema, das zu einem Reizthema werden könnte und zu dem wir einen super interessanten Gast eingeladen haben, mit dem wir schon mal gesprochen haben. Nicht wahr, Michi? Ja, wir hatten den Heiko schon mal zu Gast und haben uns über das Thema Profi versus Amateure unterhalten mit ihm, weil er dann sehr interessanten Artikel darüber geschrieben hat. Und auf der Suche nach den anderen Artikeln, die er noch geschrieben hat, sind wir auf einen gestoßen, da geht es um Gagen. Ja? Und das ist natürlich ein heißes Thema. Ja, ja? Das ist natürlich irgendwas, was tatsächlich irgendwo, ja, wo eigentlich einerseits nicht wirklich irgendwer drüber reden will, andererseits will jeder wissen, okay, was gibt's da, was kann man verlangen, was verdient der oder was kostet das und so weiter. Und zwar nicht nur Richtung Konzerte, Gigs, sondern auch alle möglichen anderen Sachen. Also Unterricht, wie viel kann man verlangen für einen Unterricht oder was ist irgendwie für sinnvoll zu zahlen. Und ich freue mich total, Heiko, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Heiko, grüß dich. Hallo. Ja Mensch, du warst fleißig und hast ja viele Artikel für Bonedo geschrieben. Ein tolles Portal, auf das man ja immer wieder zurückgreifen kann, wenn man mal Testberichte lesen will. Aber nicht nur Testberichte, denn du schreibst ja auch immer über super interessante Themen. Letztes Mal waren es Profi und Amateure und jetzt ist das Thema Monetarisierung. Um das so im neuen deutschen Sprachgebrauch. Nein, also einfach die Gagen und alles, was so damit zusammenhängt. Das heißt, gehen wir mal überhaupt von der Situation aus, dass man überhaupt Gagen verhandeln muss, zum Beispiel als Live-Musiker für eine Performance, sei es in einer Band oder sei es gegenüber einem Veranstalter oder einem Kunden. Ich habe das Gefühl, dass man sich oft da schwer tut. Oder stimmst du mir dazu? Auf jeden Fall. Also vor allem, weil man auch immer so ein bisschen eine Abwägung treffen muss, um was geht es so ein bisschen. Und mir war es wichtig, in dem Artikel so ein bisschen zu differenzieren zwischen einer künstlerischen Tätigkeit und einer Dienstleistung. Und da gelten für mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen andere Regeln. Also ich finde, wenn es jetzt darum geht, eine künstlerische Leistung, dann muss man auch immer so ein bisschen abwägen, okay, ist das jetzt vielleicht Promotermin, ist der Termin wichtig, folgen daraus vielleicht andere Sachen. Also darum muss man auch schauen, dass man nicht alles immer so unter dem Aspekt, was gibt's, wie viel Geld gibt's, sieht, sondern manchmal muss man halt eben auch das komplette künstlerische Projekt sehen und dann auch immer so ein bisschen abwägen, weil wenn ich jetzt natürlich mit einer vollkommen überzogenen Gagenforderung in einen total wichtigen Gig reingehe, kann ich mir natürlich dann die Türen damit verschließen. Aber ich finde, und da appelliere ich wirklich so an die Solidarität von allen Musikern auch mal untereinander, wenn es um Dienstleistungen geht, sei es jetzt Unterricht oder Coverjobs, dass man einfach versucht, einen gewissen Preis einfach nicht zu unterschreiten. Das finde ich ganz wichtig. Also das ist man seiner Zunft schuldig, finde ich. Ja, und da hast du, glaube ich, sogar zitiert, das war ein Verband, glaube ich, oder? Da gibt es, war das sogar vom Tonkünstlerverband oder sowas? Da gibt es ja Empfehlungen, die aussprechen. Und zum Beispiel, wenn es jetzt um Gala-Gigs geht oder einfach um Background-Gigs oder wenn man sowas macht, da gibt es tatsächlich Empfehlungen vom Verband. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Das sollte sich tatsächlich jeder mal durchschauen. Ich meine, klar, die Frage ist dann tatsächlich, ist das auch realistisch oder ist vielleicht mehr realistisch oder weniger realistisch? Und das ist immer was man natürlich abwägen muss. Ja, aber ich weiß, dass viele Leute auch weit unter dem spielen, was da vorgegeben ist. Oder wie siehst du das? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das auch ganz toll, vor allem, weil es ja auch in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Verdi entstanden ist, diese Zahlen vom, ich glaube, Baden-Württembergischer Tonkünstlerverband war das. Und ich habe die natürlich dann auch in den Artikel genommen, weil ich denen natürlich auch so ein bisschen so ein Reality-Check verpassen wollte, was ist eigentlich dann so branchenüblich? Aber selbst das, was branchenüblich ist und was ich so angesetzt habe, ist ja immer noch weit unter dem, was manche Leute ja teilweise bekommen. Also wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel Unterrichtssituationen anschauen. Also beim Unterricht finde ich, ist es halt ganz krass, weil das, was Verdi verlangt, ist ja, wenn man uns jetzt mal eine Anstellung im öffentlichen Dienst als Lehrer als die bestbezahlteste Form mal anschauen würden, ja,
dann ist das von Verdi ja unter dem im Prinzip. Ja. Und wenn wir jetzt mal ganz runtergehen und sagen, unterrichten an einer privaten Musikschule, was da Lehrer teilweise bekommen, das ist natürlich dann ganz, ganz, ganz weit davon entfernt. Also ich finde es gut, weil letztendlich ist es ja auch immer so ein Strategiespiel, dass man vielleicht Sachen ein bisschen höher ansetzen muss, damit im Bewusstsein von den Leuten auch der Wert von irgendwas erkannt wird. Wenn es ein bisschen drunter wäre, fände ich das aber auch schon vollkommen befriedigend eigentlich. Ja. Mhm. Also ich möchte nochmal ganz kurz auf das zurückkommen, was du anfangs gesagt hast, nämlich ob es jetzt eine künstlerische Arbeit ist oder eine Dienstleistung ist. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass ich das selber entscheiden möchte, wie ich an die Sache rangehe. Das heißt, allzu oft passiert es, dass eben der Auftraggeber zu mir kommt und sagt, das ist aber was Künstlerisches, daraus folgt ja noch und du wirst sehen, es explodiert und du wirst viele Folgegigs haben. Das ist eine Argumentation, der folge ich in der Regel nicht, weil ich bin ja da eigentlich nur Passagier, wenn ich für etwas gebucht werde. Und ich habe keinen Einfluss auf die Marketingmaßnahmen, PR, alles, was damit zusammenhängt. Wie wird das verkauft? Wie groß ist der Einsatz? Ist da eine Agentur dahinter? Ist das eine One-Man-Show? Oder ja, sondern das weiß ich alles. Ich habe überhaupt keinen Einfluss. Also dann sozusagen mich davon zu überzeugen zu wollen, dass es dann ganz groß werden wird, das ist ganz schwierig. Auf der anderen Seite ist es aber auch meine Entscheidung, wenn ich sage, das ist jetzt ein Projekt, von dem bin ich überzeugt. Und es ist natürlich dann auch meine Entscheidung zu sagen, da spiele ich jetzt, sagen wir mal, für ein Honorar, das unter dem ist, was ich normalerweise verlangen würde, damit das Ding mal, sagen wir mal, auf die Schienen kommt. Und dann ist es in der Regel so, das gebietet die Fairness, dass ja so eine Truppe ja zusammenbleibt. Und wenn es dann halt auch viele Gigs gibt, dann wird man halt auch höchstwahrscheinlich ja auch mit dabei sein. Aber ich bin es, der gerne entscheiden möchte, ob ich jetzt sage, ja, das ist mein künstlerischer Einsatz, den ich da einbringe und deswegen spiele ich günstiger. Ich lasse mich nur ungern davon überzeugen von anderen, dass es so ist und dass ich deswegen für weniger Geld spielen sollte. Weil in frühen Jahren war das etwas, damit hat man mich durchaus auch mal eingefangen und es ist nie was draus geworden, sage ich ganz ehrlich. Und nicht nur da, sondern auch im Studio-Business, wenn es dann geheißen hat, muss ich für das oder das schreiben, das wird super und dann gibt es Folgeaufträge. Und diesmal haben wir ein kleines Budget, aber für die nächsten Sachen haben wir ein großes Budget. Wenn man sich billig verkauft und für ein kleines Budget erstmal gespielt hat, dann ist man auch in einer kleinen und billigen Schublade drin und wird für die großen Sachen nicht angerufen. Dann ruft man die an, die schon groß sind und dann sind die entsprechenden Budgets auch da. Also das ist meine persönliche Erfahrung. In den aller seltensten Fällen war das so, dass man mich dann angerufen hat für einen großen Gig, sondern dann war es schon so, dass ich dann habe sagen müssen, so Leute, also einen habe ich euch so gemacht, den zweiten, da müssen wir jetzt dann wirklich... Auch möglich, dass man sagt, pass auf, machen wir es doch umgekehrt. Zahlen wir jetzt die richtige Gage. Wenn dann nächste Gigs kommen, dann reden wir darüber, wie wir das Ganze wieder in ein Format bringen können, das vielleicht für euch passt. Ja? Aber so erst billig spielen und dann bleibt man aber auch in diesem Bereich. Das ist einfach so. Ja, das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Also auch die Unterscheidung ist ja oft auch wahnsinnig schwer. Ein künstlerisches Projekt, okay, wo ich vielleicht sogar meine eigene Musik mache, ja, wo ich natürlich investieren muss und sowieso viel Zeit investiere, die mir erstmal nicht vergolten wird als irgendwie, sondern ich muss Eigeninitiative, wie wenn ich eine Firma gründe, ich muss erstmal viel Arbeitszeit reinstecken, die nicht bezahlt wird, die dann irgendwann mal hoffentlich irgendwo in was mündet. Und beim eigenen Projekt ist es natürlich auch oft so, ja. Während jetzt, klar, wenn ich jetzt eine Dienstleistung habe, eine Firmenfeier oder irgendwas, was jetzt Dienstleistung ist, ist es was anderes. Aber andererseits ist es auch immer so, ich persönlich, ich möchte immer gleich spielen. Also ich möchte jetzt auch nicht ich spiele jetzt nicht bei meiner Band extra, versuche ich viel besser zu spielen, als wenn ich jetzt eine Firmenfeier spiele. Ich versuche immer alles zu geben, ja. Und klar, die Umstände sind manchmal schwierig und manchmal ist es ein langer Gig oder manchmal, man muss weit fahren oder irgendwas, ja. Aber für mich ist jetzt auch die Leistung, die ich erbringe, ist in beiden Fällen dasselbe.
Also, wenn ich jetzt im Club spiele, wo einfach nur 30 Leute sind an dem Abend mit meiner eigenen Band, hoffentlich sind es manchmal auch 200, aber ja, dann spiele ich genauso, wie wenn ich jetzt irgendwo spiele, wo mich vielleicht gar niemand richtig wahrnimmt, aber ich versuche es zumindest. Das ist meine Herangehensweise und deswegen ist auch manchmal seltsam zu sagen, okay, da verdiene ich jetzt plötzlich viel und da verdiene ich wenig. Will ich eigentlich nicht so handhaben, sondern sollte irgendwie das Gleiche sein. Aber klar, es gibt natürlich unterschiedliche Gigs und manchmal kriegt man für wahnsinnig wenig Arbeit kriegt man sehr viel Geld und für wahnsinnig viel Arbeit kriegt man wenig Geld. Ist halt schon auch manchmal ein verrücktes Business, ja, in dem man sich so bewegt. Ich glaube, man muss vor allem auch so mal die Situation so reinsehen. Wie ist das angenommen? Ich bin der Sideman in einer Band, die jetzt gerade frischen Plattenvertrag bekommen hat und hat eine Booking-Agentur und keine Ahnung, der erste Auftritt ist in Hamburg und wir wohnen jetzt mal in Süddeutschland. Dann muss man halt im Prinzip sagen, okay, da ist um 1 Uhr dann Get-In, um 3 Uhr Soundcheck. Das heißt, ich stehe wahrscheinlich um 6 Uhr auf und fahre dann quasi hin. Dann spiele ich den Auftritt, habe da wahrscheinlich ein Hotel, fahre am nächsten Tag wieder zurück. Wenn ich jetzt dafür jetzt den gleichen Stundensatz jetzt aber ansetzen würde, wie jetzt in einer Coverband, ja, dann dürfte ich solche Auftritte im Prinzip ja nie spielen. Ja. Und letztendlich ist es ja dann auch so, dass ich sage, okay, also ich nehme diesen Ochsenritt jetzt mal mit, in der Hoffnung, dass halt mit der Band irgendwann mal später was passieren wird. Ja. Und also diese Kompromissfähigkeit muss man sich gegenüber dann vielleicht auch haben und dann muss man sagen, okay, nach 2 Jahren muss ich jetzt halt mal eine Bilanz machen, war es die Sache wert oder nicht. Ja. Aber als Musiker muss man natürlich immer so ein bisschen in Vorleistung gehen. Das ist auch das, wo natürlich immer das Potenzial für Enttäuschung natürlich liegt, immer wieder. Ja. Aber also da würde ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht hingehen mit sagen, ja okay, ich bin um 8 Uhr losgestanden, um 9 Uhr war ich im Sprinter gesessen. Das waren dann 16 Stunden, multipliziert mit 80 Euro, die ich bei einem Cover gehe. Die Rechnung kann ich einfach nicht aufmachen dann. Ja, aber das ist natürlich auch der große Unterschied zur richtigen Welt da draußen, wo Unternehmen sind. Und das erleben wir auch, wenn wir eine Badfliese zersprengen und den Fliesenleger rufen. Ja, den zahlst du nämlich schon die Anfahrt und das ist schon etwas, wo wir Musiker uns selber ja auch in gewisser Weise selber geschadet haben. Also klar, wir fahren für 300 Euro nach Berlin und wieder zurück von München aus. Das ist für den Gig aus, selbst wenn der nur 2 Stunden in Berlin ist, ist es klar, gut bezahlt. 2 Stunden spielen, es ist total okay. Aber es sind 2 Tage. Also ich fahre einen Tag hin, weil der Soundcheck dann am Nachmittag ist und dann kommt der Auftritt und dann spielst du die 2 Stunden und dann fährst aber nicht mehr zurück, sondern übernachtest dort und fährst am nächsten Tag wieder zurück. Ob du dann an dem Tag nochmal spielen kannst, ist ja, kann schon sein, aber letztlich reden wir davon, dass wir immer diese Anfahrtszeit weglassen. Ja, wir fahren immer irgendwo hin und wenn dann der Vertrag abgeschlossen ist, heißt es dann auf einmal, könntet ihr denn doch ein bisschen früher kommen, weil Soundcheck und so weiter. Und dann kommen die Gäste jetzt dann doch früher, weil wir beschlossen haben, das, ja. Und dann hockst du dann um 12 Uhr dort, wo du eigentlich dann erst um 22 Uhr anfängst zu spielen. Und also da muss man sagen, da vergeht mir schon ein bisschen die Laune, wenn ich dann erst vor dem Gig noch circa 9 Stunden rumsitze und denke mir, okay, wäre ich in der Realwirtschaft, würde das natürlich, zahlst du das jemanden, der 9 Stunden da sitzt, den du bestellt hast, der 9 Stunden da sitzt erstmal. Ne? Ja. Yeah. Aber genau da muss ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel mich Chick Corea fragen würde, ob ich das machen würde für 300 Euro, dann würde ich auch sagen, ja. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie ein Firmenfest zu umrahmen, dann würde ich sagen, okay, das kostet aber 1.000 Euro. Also das meine ich so ein bisschen so mit diesem... Wenn Chick Corea anrufen würde, würde ich wahrscheinlich erstmal sein Auto waschen und die Felgen nochmal mit der Zahnbürste putzen und eine Woche vorher hinfahren und ihm die Bühne aufbauen. Klar. Aber das ist ja unsere Entscheidung letztlich. Natürlich ist es auch unsere Entscheidung, für 300 Euro nach Berlin hin und her zu fahren. Ja.
Ich verstehe dich. Es ist ja auch, dieses Argument ist ja, ist natürlich auch, kommt immer, du spielst ja auch für 80 Euro im Jazzclub oder so. Ja, ja, tatsächlich, aber das ist meine künstlerische Freiheit, das ist mein eigenes Projekt. Ja, das ist das, wovon auch der Michi gerade gesprochen hat. Das ist mein eigener Wille dahin zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich für dich für 80 Euro dann im Stadion spiele, sondern das heißt, ich spiele mit meinen Freunden oder wie auch immer, oder mir ist dieses Projekt, liegt mir besonders am Herzen, ist eine Musik. Das ist einfach so. Also da gibt es schon die Unterschiede. Auf jeden Fall. Also ja. Das ist ja genauso, wie wenn ich zu einer Physiotherapeutin sagen würde, deinen Mann massierst du bestimmt auch umsonst. Also total hanebüchendes Argument eigentlich. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja klar, die Vergleiche mit der Realwirtschaft sind für uns natürlich immer interessant. Und ich überlege mir auch immer, okay, wie würde das jetzt irgendwie in der freien Wirtschaft laufen? Aber da gibt es natürlich auch viele Sachen. Ich meine, die investieren auch in neue Produkte, wo sie erstmal nichts verdienen, ja, und wo erstmal sehr viel Investition ist, aber nichts zurückkommt. Also es passiert schon auch. Klar, sobald ich natürlich jemanden bezahlen muss, der das macht, sobald es ein Angestellter ist, muss ich dem Geld bezahlen, ja, für irgendwas. Aber wenn ich jetzt selber der Unternehmer bin, dann ist es natürlich auch nicht immer so, dass ich jetzt immer wirklich jede Stunde bezahlt bekomme. Aber das Beispiel nehme ich immer ganz gern, wenn es um Unterricht geht. Also ich habe mir auch irgendwann mal überlegt, Mensch, ja, ich muss jetzt mal mich dann auch irgendwie als, sagen wir, halbwegs vernünftigen Handwerker begreifen, wenn ich Unterricht gebe. Und mir macht das auch Spaß, ich mache das auch gerne, aber es ist was tatsächlich, wo ich mich auch irgendwie wertgeschätzt fühlen möchte und wo ich mich dann zumindest mal mit einem Handwerker vergleiche, der zu mir nach Hause kommt und irgendwie das Bad repariert oder so, ja. Und dann muss ich da mal den Stundensatz anschauen und das ist schon was, wo ich dann glaube, das sollte man irgendwo, da sollte es irgendwie in der Waage sein, oder? Ja, das ist natürlich auch so, dass in unserer Branche, und das hast du, Heiko, ja auch in deinem Artikel erwähnt, spielen wir in Konkurrenz, muss man ja sagen, für den Kunden, in Konkurrenz ja mit den vielen Amateuren, die auch Musik machen, die ihren Lebensunterhalt mit etwas anderem verdienen. Und das ist dann durchaus eben ein ungleicher Kampf, der da stattfindet. Ja, unser Eins hat natürlich Verpflichtungen, die er nachkommen muss mit dem, was er verdient, durch das Musikmachen. Ja, da sind die Familie, die Versicherung, alles, was, ja, das hat alles der Amateur nicht. Ne? Und der Amateur, der natürlich dann irgendwie dem Kunden sagt, ja, er spielt den Gig mal für 150 Euro und für eine warme Mahlzeit, ist natürlich für uns überhaupt kein Argument, sondern wir müssen sagen, hey, ja, aber also das, wenn ich an der Kasse beim Tengelmann sage, lachen die mich aus. Also das ist, pass auf, der Preis ist der da steht, tut mir leid. Ja, also muss sagen, da ist wirklich, also sowohl was unterrichtende Tätigkeit angeht, als auch was auch die spielende Tätigkeit anbelangt, ist das Problem vor allem mit Amateuren auch, dass auch viele auch den Unterschied gar nicht so unbedingt so richtig beurteilen können in dem Moment. Also das kann man auch keinem übel nehmen. Ich erwarte nicht von Eltern, dass die genau wissen, wie guter Gitarrenunterricht auszusehen hat eigentlich. Ja, also vor allem müssen Eltern das ja mit irgendwas vergleichen, damit sie das überhaupt bewerten können im Prinzip. Ja. Das heißt, da kann man natürlich dann schon sagen, dass ein Abschluss vielleicht im statistischen Mittel so ein Hinweis dafür sein kann. Aber wie gesagt, es gibt halt eben auch gute Amateure. Ja. Und das ist auch eine Sache, die mir in dem Artikel so ein bisschen krumm genommen wurde. Man muss ja sagen, ich kenne so viele Leute, die im Prinzip eigentlich bis zum Anfang vom Studium, bis zur Aufnahmeprüfung genauso viel geübt haben wie ich. Und dann sind sie aus irgendwelchen Gründen halt dann nicht genommen worden. Ja. Das heißt, die hatten eigentlich genauso viele Übestunden auf dem Tacho wie ich. Und ich bin dann durchs Studium gegangen und wie gesagt, beim Pop ist es ja dann auch immer sowieso was anderes als bei der Klassik auch. Aber die sind jetzt nicht keine schlechteren Musiker als ich. Ja. Ich kann denen jetzt ja nicht verbieten, Musik zu machen. Ja. Aber letztendlich kann man auch dann an die Amateure appellieren, dann verlangt halt bitte irgendwie eine Gage,
die quasi auch die Leute, die davon leben müssen, in irgendeiner Art und Weise konkurrenzfähig machen kann. Ja? Also man will ja den Amateuren jetzt ja nichts Musik machen verbieten, ja? Aber auch Amateure müssen ihre Verantwortung begreifen in diesem kompletten Musikbusiness. Ich glaube, der Appell verpufft. Aber ich gebe dir recht, wobei ich sagen muss, wenn jetzt ein Unterricht für 15 oder für 20 Euro angeboten wird, dann muss ich als Eltern gar nicht jetzt die Qualität des Unterrichts auf den Prüfstand legen. Dann muss mir eigentlich der gesunde Menschenverstand schon sagen, naja, also was kriege ich heute für 15 oder für 20 Euro für einen Unterricht? Ja? Selbst wenn es ein guter Unterricht ist, muss ich hinterfragen, wer gibt den Unterricht da? Und ist das der Weg jetzt, um jetzt auch, sagen wir mal, dem gerecht zu werden, was eine ganze Branche am Leben hält? Ja, nämlich einfach gutes Geld für gute Arbeit. Also da bin ich, da würde ich schon sagen, sind schon auch die Eltern in der Verantwortung, selbst wenn sie das nicht beurteilen können, ob das jetzt guter oder schlechter Unterricht ist, ja. Wobei ich eben die Argumente, die du geschrieben hast, sehr gut finde, denn es gibt Möglichkeiten, das auch zu überprüfen. Probeunterricht machen, sich einmal dazusetzen, mal gucken, wie ist die Kommunikation zwischen Lehrer und meinem Kind und habe ich das Gefühl, dass er einen festen Plan hat oder dass er, also einfach die Dinge, die man irgendwie beurteilen würde, auch wenn es nicht um Unterricht geht, sondern wenn ich mein Kfz in die Werkstatt bringe. Ja, und der sagt, ich mache den Auspuff für 20 Euro hin, da würde ich auch irgendwie stutzig werden. Da würde ich wahrscheinlich mein Auto nicht hinbringen, oder? Ja, das ist echt total schwierig, ja. Also besonders in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wo wir sagen, ja, das machen wir ja gern. Also es macht ja Spaß. Also dieser Aspekt ist immer ganz, ganz echt ein großes Problem. Dass Leute, den Beruf begreifen als etwas, was sie tun müssen, ja, wo sie jetzt sagen, Mensch, wenn ich die Wahl hätte, würde ich vielleicht nicht hingehen, ja, und es gibt natürlich bestimmte Sachen, wo man dann sagt, Mensch, ja, das ist der Hammer, das würde ich auch umsonst machen, aber blöderweise, wenn ich es umsonst mache, dann bin ich halt kein Gitarrist mehr. Also heißt, ich würde bestimmte Sachen wahrscheinlich sogar tatsächlich umsonst machen, weil es so toll ist. Und mit der Band zu spielen, also Gott sei Dank mit vielen Bands, mit denen ich spiele, da würde ich wahrscheinlich auch sagen, Mensch, klar, ich fahre hin und ja, aber ich kann es eben nicht umsonst machen, weil dann läuft der Laden hier einfach nicht mehr. Und beim Unterricht ist es auch genau dasselbe. Ich muss einfach dann sagen, okay, was ist ein Unterricht wert, der sagen wir mal, halbwegs zentral in München angeboten wird? Der muss so und so viel kosten, sonst kann ich es einfach nicht machen. Sonst muss ich mir einen anderen Job suchen, um sozusagen Gitarrist und Gitarrenlehrer zu sein. Und das sind halt immer die Sachen, die dann irgendwo für mich eine große Rolle spielen. Ja, und ich muss sagen, dass eine klare Ansage, was man verlangt, ich spreche jetzt von dem Live-Geschäft zum Beispiel oder auf dem Studiogeschäft, wenn man gefragt wird, auf einer Produktion zu spielen, ist eine klare Positionierung und eine Wertschätzung auch deiner Arbeit. Und es ist zwar komisch, wenn man vielleicht mal Nein sagt, mache ich nicht, das ist mir zu wenig. Vielleicht brüskiert man jemanden, aber ehrlich gesagt ist mir lieber er ist beleidigt, als wenn ich ein schlechtes Gefühl habe beim Spielen, weil ich weiß, dass ich eigentlich unterbezahlt bin für das, was ich da mache. Und tatsächlich ist es so, dass sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Da gibt es dann die einfach wissen, was du ihnen wert bist und die rufen dich auch wieder an. Ich garantiere, wenn du dich positionierst und sagst, das mache ich, aber das mache ich jetzt einfach nicht mehr, dann wirst du halt ein paar schlecht bezahlte Jobs nicht machen, aber möglicherweise machst du dafür ein paar sehr, sehr gute Jobs, die auch entsprechend gut bezahlt sind und das wiegt es auch wieder auf. Ehrlich gesagt mache ich lieber den einen Job, der gut bezahlt ist, als drei schlecht bezahlte Jobs, bei denen ja es nicht nur um die schlechte Bezahlung, sondern meistens ist ja auch im Umfeld ist ja dann auch alles irgendwie ein bisschen ruckelig und nicht ideal gelöst. Also da sage ich lieber aus meiner Erfahrung heraus auch mal Nein sagen, wenn mal ein wirklich
ja, wenn ein zumutbares Angebot kommt, einfach sagen, nee, pass auf. Also das stimmt tatsächlich, also vor allem auch, also Stichwort positionieren, ich glaube, man wird auch anders wahrgenommen, wenn man eine gerade Linie fährt. Ja? Man merkt dann irgendwie, oh, das ist einer, oh, der verlangt so und so viel, der muss ja auch dann irgendwie, also du wirst vollkommen anders von Leuten wahrgenommen und respektiert. Und also mir tut es manchmal auch so ein bisschen so weh zu sehen, wie auch viele Berufsmusiker, denen man richtig anmerkt, dass eigentlich haben die so dieses Gefühl, sie müssten sich jetzt eigentlich dafür entschuldigen, dass sie mehr als 20 Euro nehmen für die Stunde. Ja? Also ich kann da echt auch nur appellieren an jeden Berufsmusiker, einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein manche Sachen auch einzufordern und sich dann vielleicht einfach auch mal in Relation setzen mit einem freiberuflichen Handwerker, der sagt, ich nehme halt 60 Euro die Stunde, das kostet halt so viel, wie lange es dauert. Und damit ist das Thema ja dann auch immer erledigt, solche Gespräche, wenn du dich mit Handwerkern unterhältst. Ja? Ich finde, Musiker sollten sich da auch mal ein bisschen, also Mut zu ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch zeigen. Weil letztendlich, nehmen wir doch mal zum Beispiel ein Firmen-Event und derjenige, der für die künstlerische Umrahmung zuständig ist, hat ein Budget für 10.000 Euro. Der sucht doch dann keine Band, die 800 Euro nur verlangt, sondern der sucht halt eine Band, die halt auch dann das Budget ausreizt. Ja? Und es gibt auch viele Leute, die sagen, ich nehme jetzt Unterricht bei dem Lehrer, weil das gönne ich mir jetzt einfach. Ja? Der verlangt was und der ist das dann auch wert. Also man muss da auch manchmal auch so ein paar Fakten schaffen, glaube ich. Ja, und ich glaube, es ist aus meiner Erfahrung hat es mir auch, glaube ich, gut getan, zumindest zu versuchen, irgendwie eine Art von Linie zu fahren, weil du dann, glaube ich, einfach mit den Leuten auch zusammenarbeitest, mit denen du zusammenarbeiten willst, ja. Also das glaube ich, ich denke bloß gerade drüber nach, aber ich glaube, dass es tatsächlich so war. Also es kommt eigentlich ziemlich selten vor, dass ich jetzt auch Schüler habe, wo ich sage, oh, nee, mit dem, das funktioniert überhaupt nicht. Oder dass ich Gigs habe, wo ich sage, oh nee, also das, mein Gott, ab und zu gibt es irgendwelche unglücklichen Geschichten, ja. Aber in der Regel bin ich total zufrieden mit den Sachen, die ich mache, weil einfach die Leute anrufen, mit denen ich gern zusammenarbeite. Und ich glaube, deswegen ist so eine klare Linie oder zumindest halbwegs, sich mir zu überlegen, wie mache ich das, wie will ich arbeiten, ja, wie soll das funktionieren, das macht total Sinn. Also ja, da gebe ich dir total recht. Ja. Und ich glaube, man muss das Thema Geld, Honorar enttabuisieren. Sprich, was du schon gesagt hast, Heiko, dass der Profi sich auch entsprechend wertschätzen muss, aber man muss das auch kommunizieren. Es ist nämlich, es ist nichts Schlechtes dabei, auch über Geld zu reden. Diejenigen, mit denen wir verhandeln, sind ja in der Regel Kaufleute. Das sind Leute, die Unternehmen leiten, die sowieso immer mit Geld zu tun haben. Die kaufen und verkaufen und machen. Ja, ob das jetzt die Agentur ist, für die wir spielen, oder ob das jetzt das Unternehmen ist, das eine Feier macht. Oder es sind Leute, die haben ja immer mit Geld zu tun. Und du verhandelst dann, wenn du mit solchen, mit Agenturen oder Unternehmen, verhandelst du ja sowieso meistens eben mit denen, die eben das Budget verwalten, die sowieso auch immer über Geld sprechen. Also ist es total normal, auch zu sagen, wie viel du wert bist und was du kostest. Und zwar ohne Vorbehalt, ohne irgendwie rumzudrucksen. Also ich sage das aus eigener Erfahrung, weil mir ist es auch, ich hatte Zeiten, es ist mir schwer gefallen. Zu Beginn war das schon so, dass es immer so ein Thema war, über Geld zu reden. Ja, das kriegen wir schon, da kommen wir schon zusammen. Das machen wir schon irgendwie, das passt schon. Mach dir keine Sorgen, da findet man schon zusammen. Ja, und dann kommen Summen, wo du, okay. Okay, heute ist es nicht mehr so. Heute ist es zwar nicht das Zweite, was ich dann ins Feld führe, weil das finde ich dann wieder immer ein bisschen komisch, wenn man, sagen wir mal, hast du Zeit dort zu spielen? Ja, was zahlst du? Hast du Zeit, dort zu spielen, ist für mich dann, ja, pass auf, ich habe Zeit, was ist das für ein Projekt, wer ist da dabei, was macht ihr für Musik, habt ihr Noten oder solche Sachen bespreche ich erstmal und dann sieht man schon, ob man überhaupt klarkommt, aber dann kommt natürlich auch das Thema Gage und dann wird das auch mal diskutiert und auf den Punkt gebracht und in der Regel ist ja die Reaktion, dass dann jeder froh ist, dass mal Klarheit geschaffen wird und es kann schon mal passieren, dass du, wenn du sagst, na du, ich verlange 600 Euro für einen Gig, dass der dann sagt, oh,
Das ist einfach, da komme ich nicht hin, tut mir leid, dann ist es auch okay, dann kommt man nicht zusammen oder man diskutiert halt weiter und guckt halt, was sind das für Rahmenbedingungen, habe ich das Gefühl, dass mich jemand über den Tisch ziehen will oder habe ich oder ist jetzt ist das ein Projekt, bei dem ich hinterfragen kann und sehen kann, ja, da, die sind auf Kante genäht, aber das hat Zukunft, alles das, was wir schon zu Anfangs unseres Gesprächs halt schon mal ins Feld geführt haben. Das will ich mir natürlich offen lassen. Aber darüber zu sprechen, über Gagen zu sprechen, muss man enttabuisieren. Das ist total normal. Sag halt, was du kostest. Ja? In jedem Laden, in den ich reingehe, steht das Preisschild da. Da steht drauf, was es kostet. Ja? Und wenn ich den Handwerker anrufe, der sagt mir auch, was er verlangt. Der sagt nicht, da kommen wir schon zusammen irgendwie. Ja, aber genau. Darum denke ich auch, dass es wichtig ist, dass vielleicht Leute einfach auch ähnliche Zahlen dann ab einem gewissen Level dann auch verlangen. Ja? Die können natürlich nach oben offen sein, aber es muss natürlich auch so ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, was das kostet. Ja? Also jeder in Deutschland weiß in etwa, was ein Reifenwechsel kostet, ja? Oder weiß in etwa, was eine Stunde Klempner kostet. Ja? Also da würde jetzt keiner davon ausgehen, was, du kostet mehr als 10 Euro die Stunde, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, sondern das ist im Bewusstsein ja verankert, was sowas kostet. Und bei Musik, das ist natürlich eine Dienstleistung, die jetzt auch nicht alltäglich ist und nicht so oft gebraucht wird. Und dann ist man natürlich erstmal immer verwundert, wenn dann zum ersten Mal so ein Preis irgendwie im Raum steht. Also darum glaube ich auch, wenn mehr Leute da einfach einen Mut hätten, einfach mal zu sagen, was sie nehmen, dann würde vielleicht das auch so ein bisschen im Bewusstsein von den Leuten verankert sein. Okay, diese Leistung kostet in der Regel so und so viel bei einem deutschen Musiker. Ja? Mhm. So wie halt ein deutscher Handwerker oder deutscher Kfz-Mechaniker so viel halt kostet. Genau, genau. Deswegen finde ich es auch zum Beispiel völlig in Ordnung, auf seiner Website zum Beispiel zu schreiben, wie viel der Unterricht kostet. Ja? Also als ich angefangen habe zu unterrichten, habe ich auch mal gesagt, okay, wie ist denn überhaupt so die Lage? Ja? Wie viel kann ich denn verlangen oder was ist denn irgendwie realistisch? Und wenn man dann so nachforscht, dann sieht man oft überhaupt gar keine Preise, weil Leute sich vielleicht irgendwie da nicht öffnen wollen oder einfach nicht sagen wollen, wie viel sie verlangen oder dann vielleicht auch sagen, ja, mal schauen, wie viel ich verlange. Aber ich glaube, besonders beim Unterricht ist eine klare Linie total wichtig und auch ein Zeichen dafür, dass man sagt, okay, ich meine das auch ernst, das ist mein Beruf und ich will das machen und dadurch, dass ich das und das verlange, mache ich auch klar, dass ich davon leben will. Und das finde ich schon wichtig, ja. Bei Gigs ist mir das zum Beispiel noch nie widerfahren, dass es heißt, ah ja, so und so viel sollte es sein. Aber das finde ich auch ganz toll in dem Artikel, dass man mal sagt, okay, schaut her, das ist jetzt meine Empfehlung. Und ich habe schon viele Angebote gehabt, die deutlich drunter waren unter dieser Empfehlung. Deswegen finde ich das total super, weil wenn man wirklich mal durchrechnet und die Stunden zählt, die ich unterwegs bin oder die ich reinstecke in so ein Projekt oder was ich in so einen Auftritt, der am Samstagabend ist, dann muss ich eigentlich tatsächlich das verlangen, was da steht, glaube ich, in deinem Artikel. Mhm. Ja, also ich denke vor allem, was gerade bei Musikern halt oft auch nicht gesehen wird. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe relativ viel Gegenwind bekommen, weil ich an einer Stelle mal den Vergleich aufgestellt habe mit, was ein Grundschullehrer verdient. Und zwar einfach gar nicht, weil ich Grundschullehrer jetzt irgendwie nicht respektiere, sondern einfach, weil es halt einfach die am niedrigsten bezahlte pädagogische Form in Deutschland ist. Ja? Und ich wollte einfach jetzt nur mal gegenüberstellen, was wäre jetzt zum Beispiel die bei der gleichen Stundenzahl ein Verdienst von einem Lehrer, der auch ein vierjähriges Diplomabschluss hat. Und dann kamen natürlich oft so Argumente wie, ja, als Lehrer ist es viel wichtiger. Kann ich sagen, ja, okay, aber dann nehmt doch mal ein Krankenschwestergehalt, das ist ja auch wichtig, verdient noch weniger. Dann kam, als Lehrer hat man eine andere Vorbereitungszeit, da muss ich auch sagen, ja, als Musiker, also 1,5 Stunden am Tag mindestens zu üben, plus das Zeug für meine Schüler, ist für mich auch Vorbereitungszeit, ja. Dann kann man sagen, okay, als Musiker, ich habe eine Aufnahmeprüfung machen müssen, wo von 30 Leuten nur 2 genommen wurden. Ich musste im Prinzip mit 15 schon anfangen, so zu üben, dass ich mit 19 oder mit 20 die Aufnahmeprüfung bestehen konnte. Ja? Das kann ich mir bezahlen lassen. Ja? Das kann ich mir bezahlen lassen. Und da muss ich mir dann nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, wenn ich sage, okay, ich erwarte ein Gehalt, was jetzt vielleicht nicht ganz so hoch ist wie ein Grundschullehrer. Ja? Vielleicht auch keine Verbeamtung und Pensionierung. Aber dass es im Prinzip eigentlich fast die Hälfte von dem ist, das ist einfach ein totaler Missstand. Ja. Das sehe ich auch so, ja. Ja, ja, stimmt. Ich habe nicht so viel Erfahrung im Unterrichtsbereich, muss ich zugeben, weil ich eigentlich nicht unterrichtet habe, außer
bei Gastseminaren oder so. Und jetzt dann im Rahmen von unserer Supergain-Gitarrenakademie dann schon, aber auch kein Einzelunterricht. Aber ich kann total verstehen, dass man auch da wie als Live- oder Studiomusiker sich definieren muss und eine klare Ansagen muss, was man kostet, dass man auch die Preise kommuniziert, auch veröffentlicht auf der Webseite. Das, glaube ich, entschärft ohnehin jegliche Diskussion. Wer dann sich meldet, der weiß eigentlich auch schon, was auf ihn zukommt, auch was für finanzielle Belastung dann auf ihn zukommt. Was mich interessiert, ist noch ein Punkt, wie viel Geld bekomme ich im Vergleich zu meinen Mitmusikern? Das stelle ich jetzt mal so zur Diskussion. Oft wirst du ja angerufen und das heißt, machst du den Job und du sagst einen bestimmten Betrag. Und ich bin der Meinung, wenn dieser Fall so eintritt, dann bin ich eigentlich mit mir im Reinen, wenn ich zugesagt habe, für eine bestimmte Gage zu spielen, geht es mir nicht darum, oh, die anderen kriegen mehr oder weniger, sondern das muss eigentlich mein Gegenüber dann auch einschätzen können, aber ich muss mit dem, was ich verlangt habe, zufrieden sein. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, alle müssen das Gleiche verdienen. Es ist zum Beispiel selbstverständlich, dass der Bandleader den ganzen Aufwand hat, der das Marketing macht, die Akquise und die Telefonate, und ich weiß, wovon ich rede. Das ist immer eine Heidenarbeit, eine Band irgendwie auf die Bühne zu bekommen und dann auf der Bühne auch immer im Zwiespalt zu sein, auf der einen Seite das den Musikern recht zu machen, machen zu wollen und auf der anderen Seite aber auch dem Kunden gerecht zu werden. Dass der viel mehr verdient, ist völlig in Ordnung für mich. Und ich will auch nicht wissen, wie viel, das ist okay. Solange ich das bekomme, was ich vereinbart habe, mit dem ich im Reinen bin, ist das total in Ordnung. Ja? Und auch in der Big Band, wenn ich angerufen werde, dann werde ich wahrscheinlich eben auch gefragt, wie viel. Und da kann man zum Beispiel auch sagen, na gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Big Band Job aushelfe und ich muss relativ viel einstudieren von ausnotierten Partituren und Dinge selber vielleicht rausschreiben, dann würde ich wahrscheinlich ohnehin etwas verlangen, das über dem liegt, was alle anderen Musiker dort bekommen. Ansonsten ist es wahrscheinlich so, dass man in der Big Band halt jeder auch das Gleiche bekommt letztendlich. Aber was habt ihr für Erfahrungen da gemacht oder wie steht ihr zu dem Thema? Ja, also ich finde es völlig logisch, dass der Bandleader natürlich mehr bekommen muss, das ist ganz klar. Und dass das letztendlich auch seine Sache ist. Also wenn ich mich dazu entschließe, irgendwo mitzumachen und ich weiß, dass das läuft so und so, das ist völlig in Ordnung. Also da will ich auch nicht wissen, was der bekommt. Viele sagen immer, ja Mensch, der bekommt bestimmt so und so viel. Ja, sobald ich mich darauf einlasse, ist es so, klar. Was anderes ist, wenn ich vielleicht schon sehr, sehr lange in der Band bin. Und dann kann man vielleicht mal drüber reden und wenn man sich zu schlecht bezahlt fühlt vielleicht. Aber ansonsten, wenn jemand anruft und sagt, Mensch, es gibt den Gig, da gibt es so und so viel Geld, dann frage ich nicht, weil das ist einfach mein Job. Das ist genauso wie wenn man wieder mit der freien Wirtschaft vergleicht. Der Aufsichtsratschef von Daimler verdient halt einfach viel mehr Geld als jeder andere in dem Laden oder die meisten. Ja. Das ist völlig klar. Und so läuft der Laden einfach, ja. Bei Aushilfsgigs ist tatsächlich immer schwieriger. Also wenn ich jetzt mir sehr viel Zeug draufschaffen muss, ist es manchmal sogar tatsächlich so, dass man eigentlich viel zu wenig verdient für das. Weil du kannst jetzt nicht plötzlich sagen, Mensch, ich musste aber noch so und so viele Stücke lernen für den Gig. Ich brauche 300 Euro mehr als die anderen. Das ist prinzipiell nicht drin, sondern es gibt halt so und so viel und ich muss mir dann vorher überlegen, okay, lohnt sich für mich die Arbeit oder wie viel Arbeit ist das? Und manchmal ist es auch schwer einzuschätzen, wie viel Arbeit es ist. Wenn man, ja, das stellt sich manchmal hinterher raus, ja, Mensch, es ist noch das und das zu tun oder so, ja. Deswegen ist natürlich immer wahnsinnig günstig, wenn man ein Netzwerk hat und die Leute schon kennt, mit denen man arbeitet. Aber andererseits, wenn man jetzt jemanden nicht kennt und vielleicht nicht weiß, wie wird es laufen, ist es echt total schwierig und da bin ich auch oft in der Zwickmühle und muss dann abwägen, ja, also kommt dann immer darauf an, wie viel Zeit ich habe, ja. Wenn ich gerade nicht so viel zu tun habe,
dann mache ich es natürlich, ja. Weil vielleicht erhoffe ich mir, dass da irgendwas anderes draus wird, ja. Ist mein Kalender total voll, dann sage ich vielleicht, nee, du, es klappt nicht, ja, weil ich einfach auch gut vorbereitet reingehen will. Und dann letztendlich muss man auch sagen, Mensch, wenn jetzt da so viel aufgerufen wird für den Gig und du weißt ganz genau, da muss ich mir 40 Nummern drauf schaffen und das kostet mich richtig viel Zeit, sollte man wirklich abwägen, ob man es dann auch wirklich machen will. Ja. Weiß nicht, Heiko, wie ist deine Erfahrung da? Ja, also ich finde auch nicht, dass jeder in der Band das Gleiche kriegen muss. Ich finde es schon auch einen guten Ansatz zu überlegen, was ist eine Gage, mit der ich im Reinen bin. Und ich bin in letzter Zeit auch echt so ein bisschen dazu übergegangen, dann auch mal den Ball dem anderen zuzuspielen. Also ich habe neulich eine Anfrage gekriegt, da ging es um ein Musical für eine Aushilfe. Das war so knapp 300 Kilometer von hier entfernt. Und ich habe eine Nachricht bekommen, hallo Heiko, könntest du das machen? Und meine Antwort war sofort, ich kann dir anbieten, das für diese Gage zu machen. Und letztendlich immer so dieses Fragen, also ich rufe jetzt auch nicht beim Klempner an und sage, das Klo ist verstopft, es gäbe 150 Euro. Also der Klempner ist derjenige, der dann sagt, okay, das kostet dann so und so viel. Also und dann soll sich halt der andere entscheiden. Ja? Ich muss den Entscheidungen nicht abnehmen. Soll er machen. Das liegt natürlich daran, dass in unserer Branche arbeiten viele Kunden mit einem Budget. Die haben ein Budget und sagen, okay, das steht zur Verfügung, ich kann dir das anbieten. Das verstehe ich in gewisser Weise schon. Das unterscheidet sich natürlich ein bisschen vom Klempner, wobei ich natürlich da auch sagen kann, du, mein Monatsbudget für dieses Monat ist 80 Euro, Klempner. Kannst du es machen oder nicht? Aber so funktioniert es natürlich nicht. Und Michi hat natürlich recht, in einer Band, also ich unterscheide natürlich, ob ich jetzt Jahre in einer Band spiele. Das ist ja ein Bandprojekt. Ein Bandprojekt sehe ich etwas anders, als jetzt eben als Aushilfe irgendwo angerufen zu werden, was uns Profis ja immer wieder passiert. Anruf, kannst du da und da hingehen, dann musst du in Gagenverhandlungen treten in der Regel. Und wenn du jetzt mit deiner eigenen Band oder mit einer lange schon in einer Besetzung unterwegs bist, dann kriegt sowieso jeder das Gleiche. Dann finde ich das aber auch in Ordnung. Das ist dann was anderes. Das ist so mitgehangen und alle gemeinsam. Das ist okay. Aber nicht wenn ich angerufen werde und kurzfristig und dann irgendwie einspringen muss, damit der Gig überhaupt stattfinden kann. Aber ich muss sagen, ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, ich kann mich erinnern, ich habe eine Anfrage bekommen, für eine Big Band einzuspringen und auszuhelfen. Und das war ein konzertantes Programm, sehr gitarrenlastig. Da ging es um Rockstücke, die Big Band gespielt hat. Ursprünglich zwei Gitarristen, ich war der Einzige. Und es war genug Zeit für die Vorbereitung, aber es war trotzdem viel, wie sich dann rausstellte. Aber in dem Gespräch hat es der Gesprächspartner geschafft, den Job erstens interessant zu gestalten, also zu erzählen, was da passiert. Und zum anderen aber auch hat er mir angeboten, für den Aufwand, den ich da treiben muss, ein bisschen mehr zu geben. Es war nicht die doppelte Gage, es war... wie soll ich sagen, die Wertschätzung, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt und sagt, pass auf, ich verstehe, das ist doch viel Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind froh, dass du dabei bist. Komm, ich biete dir noch ein bisschen mehr drauf, ja, die Hälfte der Gage mehr oder was es damals war. Das war, obwohl es viel Arbeit für einen Gig war, wahrscheinlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich, weil mein Gegenüber mir zeigt, okay, ich verstehe, das würde ich mir von vielen anderen auch wünschen, dass sie verstehen, was es bedeutet, sich gewissenhaft auf einen Gig vorzubereiten. Ja, ist schon wahnsinnig toll, wenn man auch einfach mit Leuten zusammenarbeitet, die einen wertschätzen. Das ist eigentlich fast unschlagbar. Also das sind auch so Sachen, wo ich dann oft auch... Da geht es mir manchmal auch nicht unbedingt immer nur ums Geld, sondern einfach rein die Tatsache, der sagt, Mensch, ja, ich weiß, das ist so und so. Und dass er mich wertschätzt, das ist oft nicht nur rein in Geld aufzuwiegen, sondern da gibt es auch ganz andere Sachen, die man machen kann. Und dann gibt es manchmal, also habe ich Gott sei Dank schon lange nicht mehr gehabt, aber es gibt dann Projekte, wo man auch vielleicht für viel Geld vielleicht nicht unbedingt mitmachen will, wenn man genau weiß, das ist chaotisch organisiert und was ich, man muss ewig weit fahren und also da ist der Umgang miteinander ist dann
für mich viel ausschlaggebender mittlerweile als, vielleicht auch das, dass es da wahnsinnig viel Geld gibt oder so. Aber klar, das ist natürlich immer ein starker Anreiz. Klar. Ich habe auch, muss ich sagen, wenn es ums Thema Geld geht, habe ich einen Trend herausgefunden in den letzten Jahren. Ich kann mich erinnern, zu Beginn meiner Profikarriere in den Bands haben wir viel mit Agenturen zusammengearbeitet und haben Verträge bekommen von den Agenturen. Und zwar weit im Vorfeld. Also da hat man sich geeinigt und dann kam der Vertrag und da kam auch die Nachfrage, schickt den Vertrag zurück, unterschrieben, und wir reden von einem Vierteljahr im Voraus. Also wir reden jetzt nicht von so. Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, das würde mich wirklich interessieren. Meiner Erfahrung nach hat sich das komplett umgedreht. Das heißt, heute geben Agenturen kaum noch Verträge raus mit so viel Vorlauf. Sondern wir erleben es zum Beispiel oft, dass wir praktisch erst kurz vor dem Auftritt einen Vertrag bekommen oder vielleicht am Abend selber, wo man dann nochmal schnell unterschreibt. Okay, jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das dann, warum man das macht oder warum nicht, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich einen Trend erkenne, dass offenbar der Auftraggeber sich die Tür bis zuletzt offen halten will. Im Wissen auch, dass selbst wenn er absagt, ja in der Regel keine Forderungen von den Musikern oder von der Band kommt. Ja, das ist illusorisch. Also die Streitwerte sind in der Regel auch so, dass es gar nicht lohnt, irgendwas in Gang zu setzen, um da an irgendwelches Geld zu kommen. Das wissen die natürlich. Ja, das heißt für die aber, oh ja, sie verpflichten sich zu gar nichts. Wenn sie es aber dann schriftlich machen und dann über Auswahlshonorare oder Ähnlichem, dann kommt man natürlich aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, dann ist es... Ich weiß, also jetzt werden viele vielleicht schreiben, ja, aber die mündliche Vereinbarung ist auch ein Vertrag und hin und her. Aber wir reden von der Realität und von dem, was uns widerfährt, immer wenn wir mit unseren Kunden sprechen, mit Auftraggebern. Und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass schriftliche Verträge immer weiter nach hinten gezogen werden. Und ich meine, dass es deswegen ist, weil sich die Leute da möglichst lange eine Absage aufheben wollen. Falls es dazu kommt, weiß was für sich das. Wissen die wahrscheinlich viel besser eben, warum sowas dann abgesagt werden müsste. Da kann ich natürlich gar nichts dazu sagen, weil ich bin ganz selten als Bandleader irgendwie aktiv und mache Verträge tatsächlich, sondern ich bin immer meistens der halt auch mit dabei ist und Gitarre spielt. Aber ich habe selten die Verantwortung. Ich weiß nicht, Heiko, wie ist es bei dir? Also ich habe jetzt auch keine Coverband, die jetzt ja dann quasi für so Firmen spielen würde, wo jetzt eine Agentur dahinter ist. Die meisten Bands, wo ich spiele, bin ich quasi Sideman, und der Bandleader schickt dann halt vorgefertigte Verträge, wo dann aber natürlich auch diese Klausel drin ist, was bei der Absage passiert. Und dann gibt es, glaube ich, zwei Intervalle irgendwie, kurz vorher oder einen Monat vorher. Bei dem einen ist 50% der Gage fällig, beim anderen ist 100% der Gage fällig. Das ist eher so das, was bei mir üblich ist. Dann die Band, wo ich jetzt wirklich Sideman bin, die jetzt Original-Songs macht, da ist es im Prinzip... ja, dann ist es im Prinzip eine Abmachung mit der GbR von der Band, die ich habe, und dann auch nicht mit dem Veranstalter dann direkt. Das heißt, die GbR ist dann quasi dazwischen drin geschaltet für solche Fälle. Aber nee, muss ich auch tatsächlich sagen, also ich habe die Erfahrung Gott sei Dank auch noch nicht gemacht, dass dann Auftritte irgendwie komisch abgesagt wurden. Also Klopf auf Holz bis jetzt zumindest. Ja. Was ich meinte, war jetzt nicht, dass die Jobs abgesagt werden und dass es jetzt immer so läuft, dass man ja, aber dass es, ich versuche zu verstehen, was für ein System dahinter ist, dass die Agenturen die Verträge nicht mehr rechtzeitig rausschicken. Ja, warum schickt man nicht 3 Monate vorher, wenn man sich da geeinigt hat, einen Vertrag raus? Ja, warum muss ich dann hinterher telefonieren und sagen, was passiert jetzt eigentlich? Ja, also ich habe das jetzt. Konkrete Fälle sind mit der Late Night Band vorgekommen, mit der wir eben da seinerzeit die Gottschalk Late Night gespielt haben und dann beim Grünwald gespielt haben. Wenn dann Leute genau diese Band haben wollten, dann war ich in der Regel der irgendwie mal in Kontakt getreten ist, und da ist es mir immer wieder vorgekommen, ja, dass die Leute zwar gesagt haben, ja, aber die Verträge dann ganz kurz zuvor dann kamen oder so. Mhm. Ja, das ist natürlich äußerst ungünstig, oder? Ja, es ist natürlich die Planungssicherheit ist dann immer so, wird das jetzt was oder wird das jetzt nicht? In der Regel hat es dann natürlich funktioniert, aber es bleibt immer irgendwie
recht zum Nachdenken an, warum hat sich das so umgedreht? Ja, ich kenne das von vor 25 Jahren, habe ich das anders erlebt. Da war es eher so, dass die Agenturen sich absichern wollten, dass die Band auch ja kommt, ja, dass sie auf jeden Fall da ist und schickt die Verträge zurück. Warum haben wir die Verträge noch nicht? Ja, und wir Musiker manchmal irgendwie so, ja, mach keinen Stress, wir kommen ja schon. Vielleicht hat sich die Kultur da einfach irgendwie geändert. Ja. Wäre interessant, vielleicht haben unsere Zuschauer da auch Erfahrungen und können da irgendwas dazu beitragen. Es wäre interessant. Also schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, wenn ich da irgendwas untergekommen ist. Würde mich auch interessieren. Ja, also das Thema Gage ist natürlich, ich glaube, da können wir wahnsinnig lange noch diskutieren, aber ein paar sehr interessante Punkte haben wir, glaube ich, erörtert und ich bin auch total gespannt, was unsere Zuschauer anmerken werden, weil, wie Heiko, wie du auch schon erwähnt hast, das ist ein Reizthema. Und ich sehe es auch immer wieder auf Facebook. Es gibt ja Posts, wo eben Leute ihre Erfahrungen auch wiedergeben von Gigs, wo sie dann, keine Ahnung, fürs Abendessen spielen sollten oder von ihnen selbstverständlich erwartet wurde, dass sie eine Stunde dranhängen, ohne dass sie bezahlt werden oder einfach diese Wertschätzung nicht entgegengebracht wurde, von der wir eben vorhin auch gesprochen haben. Deswegen bin ich total gespannt, was unsere Zuschauer dann schreiben werden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das kontrovers diskutiert werden wird. Bin total gespannt. Heiko, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich habe das Gefühl, dass das nicht das letzte Mal war. Das macht total Spaß, dir zuzuhören, deine Artikel zu lesen und dich in unserer Talkrunde dabei zu haben. Und wenn wir mal wieder in normale Zeiten uns befinden, dann wäre es schön, wenn du uns tatsächlich auch hier im SuperGenTV-Studio besuchen würdest. Da können wir vielleicht dann auch mal über Gitarren reden und über deine Arbeit als Gitarrist. Ja, das wäre große Klasse, Mensch. Heiko, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal real. Das wäre toll. Ja. Gut, dann bitte das Abonnieren nicht vergessen. Und der Appell zum Schluss, vielleicht noch die Glocke zu drücken. Wenn ihr abonniert habt, dann bekommt ihr rechtzeitig Bescheid. Aber ansonsten auch wieder der Hinweis, jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Und wir freuen uns auf euch. Und bis zum nächsten Freitag dann. Bis dann. Ciao.